Ja, das waren die Kurznachrichten von heute und jetzt bei uns Hilfe. Wir müssen ins Krankenhaus und das wirklich dringend. Der Grund in Sachen Pflege. Pfeifen die deutschen Kliniken buchstäblich aus dem letzten Loch. 25.000 Krankenschwestern und Krankenpfleger fehlen. Kein Wunder, für über den Daumen nicht mal 15 Euro brutto die Stunde will kaum noch jemand so einen anstrengenden Job machen. In Köln ist der Pflegemangel ganz besonders heftig, gerade auf den Intensivstationen. Und genau da konnten wir zwei Kölner Krankenpfleger bei ihrer Arbeit begleiten. Carsten Löffert und Jonas de Moll, zwei Stunden vor Ende der Frühschicht. Beide arbeiten auf der Intensivstation der Lungenklinik Köln-Neerheim. Fehler dürfen sich die beiden hier nicht erlauben. Wir werden den Patienten jetzt vorbereiten für die CT-Fahrt. Das heißt, wir müssen das Monitoring eben auf diese mobile Einheit umswitchen. Wir müssen die Medikamente so bereitlegen, dass das mit alles im Bett zu transportieren ist. Der Patient ist ein 30-jähriger Mann, der nach einer schweren Schweinegrippe eine Lungenentzündung bekommen hat. Seit fast einem Monat liegt er hier schon auf der Intensivstation. Wenn alles gut läuft, ist seine Lunge in weiteren 4 Wochen wieder geheilt. Er hat Glück, hier so gut behandelt zu werden, denn in Deutschland kommen vergleichsweise wenig Pflegekräfte auf einen Patienten. Zurzeit fehlen über 15.000 Pfleger in den Krankenhäusern und der Krankenstand ist aufgrund der starken Belastung extrem hoch. Man steht permanent unter Dauerstress. Man weiß nie, was noch kommt, ob wir eine Neuaufnahme bekommen. Und das ist also, man hat jetzt nicht irgendwie, also viel Zeit für die Patienten. Der Mensch wird zur Ware, denn am Ende zählt die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser. Die wirtschaftliche Situation vieler Pflegekräfte ist trotz hoher Verantwortung und langer Ausbildung schlecht. Also die Rahmenbedingungen in der Krankenpflege waren nie toll und sind immer schlimmer geworden. Also es ist so mein Eindruck. Wenig Personal, die Anforderungen werden immer höher, die Liegedauer werden immer kürzer, die Bezahlung ist gerade nicht fürstlich. Was bekommst du? Ich habe auch nur bewusst 80%, ich glaube 1.850 Euro. Meine Intensivzulage betrifft 38,26 Euro pro Monat. Ein dringendes Thema für die Politik. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist sich der Situation durchaus bewusst. Wir haben die Pflege trocken gespart. In Köln ist die Situation leider sehr angespannt. Die Kliniken werben sich untereinander, also die Pflegekräfte, ab. Zum Teil werden Prämien dafür bezahlt, dass Pflegekräfte von der einen Klinik für die andere Klinik geworben werden können. Ein also unhaltbarer Zustand. Entscheidend ist wirklich die bessere Bezahlung. Und also entscheidend ist auch, dass also die Krankenhäuser die Pflegekosten direkt erstattet bekommen. Das Gesetz soll jetzt in diesem Jahr noch beschlossen werden. Wir werden das vor der Sommerpause einbringen. Einige Häuser schließen bereits ganze Abteilungen. Bei vielen sind Bettensperrungen an der Tagesordnung, weil das Personal nicht reicht. Bei über der Hälfte der Krankenhäuser ist die Notfallversorgung bereits beeinträchtigt, wie der Leiter der Lungenklinik weiß. Wir haben, glaube ich, schon die Situation in Deutschland, dass wir in eine echte Krise hineinlaufen. Wir haben gesehen, dass es jetzt schon Alltag ist in den deutschen Kliniken, dass Betten vor allen Dingen auf den Intensivstationen gesperrt sind. Es war überhaupt nur 1/4 aller Kliniken in Deutschland, die das nicht hatten. Wenn jetzt noch Personaluntergrenzen dazukommen, dann sehe ich auch die Notfallversorgung der Bevölkerung wirklich in einer möglicherweise kritischen Situation. Deshalb bietet das Klinikum Neerheim ab Oktober eine eigene 2-jährige Fachausbildung in der Intensivpflege an. Die Kosten werden von den Kliniken Köln übernommen. Vor allem aber muss der Beruf finanziell attraktiver werden, denn hier geht es jeden Tag um Menschenleben. Das ist auch ein Teil auf jeden Fall der psychischen Belastung, dass man auch mit kleinen Fehlern eben den Patienten großen Schaden zufügen kann. Was ich natürlich gelernt habe, ist einfach meine Einstellung zu ändern. Aber ich sehe jetzt natürlich auch die Politik in der Pflicht und ich erwarte einfach keine Sonntagsreden mehr. Es ist bekannt, es weiß jeder, was im Krankenhaus in Deutschland abgeht oder auch in der Altenpflege. Ich möchte einfach mal, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern. Und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, und wir haben ihn eben schon kurz im Film gesehen, Professor Christian Karagiani, das ist bei mir, leitender Oberarzt in den Kliniken in Neerheim. Mal Hand aufs Herz, würden Sie den Job Ihrer Kollegen, Ihrer Pflegerinnen und Pfleger machen wollen? Ganz ehrlich, unter den jetzigen Rahmenbedingungen nur sehr ungerne. Was tun Sie, damit Ihr Krankenhaus mehr Krankenschwestern, mehr Krankenpfleger bekommt? Also zum einen machen wir es ganz speziell auf der Intensivstation bei uns so, dass wir die Bettenbelegung ganz klar an das Personal anpassen, um die vorhandenen Pflegekräfte nicht zu überfordern.
Und das Zweite, was wir ganz speziell anbieten, und das ist sicherlich ein Leuchtturmprojekt der Klinik Neerstadt Köln für ganz Deutschland, wir versuchen in der zweijährigen Ausbildung Pflegekräfte dahin zu bringen, dass sie noch besser mit Organersatzverfahren, da ganz speziell mit Herz- und Lungenersatzverfahren umgehen können. Das hilft aber noch nicht bei dem ganz wichtigen Punkt. Wir haben es eben gehört, so etwa 15 Euro die Stunde verdienen Pfleger und Krankenschwestern. Das reicht nicht, oder? Nein, das reicht vor allen Dingen in so einer Stadt wie Köln nicht. Der Carsten hat es eben schön gesagt, 1.800 Euro netto für eine 80%-Stelle. Das reicht in einer Stadt mit so hohen Lebenshaltungskosten kaum zum Leben aus. Und ich glaube, das ist auch das A und O, wo die Politik die Stellschraube hat, um mehr Menschen dazu zu bewegen, auch Pflege wieder gerne zu machen. Es geht eigentlich nicht nur um Geld. Was muss noch passieren, damit sich mehr Menschen für diesen Beruf interessieren? Ich glaube, wir brauchen ein ganz komplettes Rahmenkonzept dafür. Wir brauchen auf der einen Seite natürlich mehr Geld, und das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Das bedeutet auch, dass die Pflegekräfte 500 bis 1.000 Euro mehr im Monat bekommen müssen. Ja, und das müssen wir ganz dringend machen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch sowas wie innovative Arbeitszeitmodelle, nicht mehr dieses starre System Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, ja, sondern auch die junge Mutter mit einem Kind muss es schaffen, das Kind morgens in die Kita zu bringen und trotzdem zur Arbeit gehen zu können. Und wir müssen es schaffen, dass wir die Leute noch besser ausbilden und dann mit dieser besseren Ausbildung, dass sie mehr Verantwortung übernehmen können und dann auch sukzessive besser bezahlt werden. Wenn das alles nicht passiert, was passiert dann? Sie haben es im Film kurz gesagt, die Versorgung ist in Gefahr möglicherweise. Müssen Sie jetzt schon Operationen absagen? Müssen Sie Notfallpatienten eventuell woanders hinleiten? Also wir haben schon die Situation, dass wir jeden Tag darüber diskutieren, wie wir die Patienten nach einer Operation unterbekommen. Bei den Kliniken der Stadt Köln gelingt das im Moment noch gut mit ein bisschen Gerappel. Wir haben aber trotzdem die Situation, dass wir gerade in dem jetzigen Winter, wo wir extrem viele Patienten mit einer Grippe hatten, nicht alle Notfallpatienten unterbekommen haben und vor allen Dingen nicht diejenigen, die dieses Setting von so einem großen Maximalversorger braucht hätten. Krankenschwestern, Krankenpfleger brauchen wir eigentlich jetzt, aber sie sind überhaupt nicht in Sicht. Wer hat da so lange gepennt? Weil ich glaube, es war bisher immer so, dass das ganze System ja immer noch so ein bisschen gegangen ist. Und jetzt haben wir eine kritische Grenze erreicht, wo einfach alles uns auf die Füße fällt, ja, wo zu wenig Personal da ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir zwar darüber diskutieren können, wer die Schuld hat, aber wir müssen jetzt, glaube ich, schnell in die Zukunft gucken, wie wir das Problem gelöst bekommen. Professor Christian Karagiannidis, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Besten Dankeschön. Dank.